Liebe Freunde des HVV-Kanals, heute bei uns im Dialog Verbandsdirektor Bernhard Wolf. Herzlich willkommen, Bernhard. Danke, dass du mich zu dir. Ja. Lieber Bernhard, wir haben am nächsten Mittwoch unseren Innovationstag im Campus Westend der Universität Frankfurt. Und der steht unter der Überschrift Zukunftsbilder von Volkshochschule. Du erreichst bald ein Alter von 65 Jahren und ich würde dich jetzt mal etwas provokativ fragen, hat man denn mit knapp 65 noch Zukunftsbilder von Volkshochschule im Kopf? Also in die Volkshochschule habe ich einfach ein großes Vertrauen. Insofern als sie ja über 100 Jahre sich immer wieder weiterentwickelt und angepasst hat und die Gesellschaft nach vorne gebracht hat, auf Bedarf und auf Bedürfnisse reagiert hat, wie keine andere Bildungseinrichtung. Also insofern bin ich da guter Dinge und glaube, dass die Volkshochschule, also wenn sie nur sensibel genug ist, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sensibel genug sind, bestimmt eine Zukunft hat, ein gutes Bild abgeben wird. Prima. Was ist denn dein wichtigstes Zukunftsbild von Volkshochschule? Kannst du da eins benennen? Ja, das ist jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber ich stelle mir bei Volkshochschule immer ein offenes Haus vor, was wirklich Tag und Nacht offen ist. Ist nicht gut für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist klar, aber ich denke schon, wenn man jederzeit bereit ist, offen ist für die Leute, die in der Umgebung wohnen oder die von weit her kommen, sagen, die Volkshochschule hat die und die speziellen Angebote und da sind die richtigen Räume da. Natürlich gute Lehrende, das ist auch klar, aber es sind einfach die Bedingungen so, dass man Lust am Lernen hat, dass man Lust hat, sich andere Leute zu treffen, mit denen man zusammen lernt. Und vielleicht dort auch stärker noch als Kursleiterin Leute trifft, die einen beim Lernen begleiten. Also das fände ich einfach toll. Oder man hat eine Idee oder ein Problem und findet Gleichgesinnte oder bekommt diese von der Volkshochschule empfohlen und sagt, jetzt setzen wir uns einfach mal 2, 3 Abende oder mal einen Monat hin. Natürlich nicht den ganzen Monat, aber ja, immer mal wieder. Oder machen ein ganzes Wochenende und behandeln ein Thema. Mhm. Das fände ich spannend. Mhm. Und so stelle ich mir schon die Zukunft auch vor, ja, neben den systematischen Angeboten. Ja. Warum sollen denn unsere Kolleginnen und Kollegen, warum sollen die am Mittwoch zum Innovationstag kommen? Was ist der besondere Reiz der Veranstaltung? Also ich denke, dieser Informationstag, der 8. jetzt insgesamt seit... Innovationstag. Das ist, glaube ich, mehr als Informationsttag gesagt. Was? Dann ist ja auch damit gemeint. Tatsächlich. Ja, das ist dann auch Information für all die Hauptberuflichen, die dort die Chance haben, ihresgleichen zu treffen. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass man jemand informiert, sondern ganz im Gegenteil. Oder? Es geht eigentlich darum, dass man dort in gemeinsamer Arbeit und durch die Referenten auf innovative Ideen kommt. Also man Innovationen entwickelt. Ist ja nicht so ganz einfach, aber ich glaube, dass man vielleicht nicht nur durch die Anregung der Referenten, sondern einfach durch das Zusammensein und wirklich ein bisschen härter dran arbeiten, was kann uns denn voranbringen, wie können wir für die Bevölkerung noch interessanter werden, dass man da einfach innovativ ist. Also man wird das gemeinsam. Allein innovativ sein ist vielleicht nicht ganz so einfach. Also das ist ein Grund und wie gesagt, so das 8. Mal jetzt mit immer sehr unterschiedlichen Themen, aber das Eingangsthema war ja, der erste Innotag hatte zum Thema Angebotsinnovation und Programmentwicklung und das gilt eigentlich auch heute noch. Gell? Und über die verschiedensten Themen hinweg ist das für mich so der rote Faden, der jetzt zu etwas führt, wo man ein ganz großes Tor aufstößt, gell? Und sagt also, was ist denn die Zukunft von euch? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen und Freunde des HVV-Kanals, wenn Sie noch zum Innovationstag kommen müssen, Sie finden entweder oben oder unten in der Bildbeschreibung, ich weiß nicht, wo das genau landet, den Link zur Veranstaltung. Sie können sich das interessante Programm anschauen und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie zahlreich kommen in der nächsten Woche im Campus Westerlich. Eine abschließende Frage, Bernhard. Wenn du einen großen Innovator oder eine große Innovatorin
benennen würdest, wen würdest du denn da herausstellen? Den können wir hier aufhängen, wie so viele andere bedeutende Persönlichkeiten. Naja, in diesen Tagen müsste man Gauck benennen, aber so, also Freiheit und so weiter, alles klar und auch wichtig und unbestritten. Aber das ist jetzt nicht so die Innovation. Für mich wäre das Stromberg. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Im Stromberg? Ich glaube auf ProSieben. Natürlich, ja. Und jetzt ist auch eine neue Serie wieder angelaufen. Ja. Der ist für mich ein Prototyp für Struktur, konservatives Verhalten und innovatives Entwickeln in der Bürowelt. Ja, also. Und du weißt, gell? Mhm. Das Eichhörnchen, der Teufel ist ein Eichhörnchen, so sagt er. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und ja. Wir haben ja die Eichhörnchen hier rumsitzen. Im Garten. Im Garten. Ja. Also insofern passt das hier irgendwie zu unserem Büro. Und der Stromberg, der hat sich auch schon mal bei uns beworben. Ich habe noch ein Bild von dem da. Ach komm, zeig mal. Den ich wirklich, ja? Doch, doch, doch. Das ist er, ja. Ciao. Na gut, also wir haben ja ständig Bewerbung. Ich, ja, weiß, ja. Ich kann das total gut verstehen. Das ist der Stromberg und den hängen wir jetzt auf. Und ja. Wunderbar. Na, der passt hierher, das ist doch ganz klar. Das ist wunderbar. Ja. Das ist eine neue Kaffeemaschine zum Beispiel, die wir haben. Gell? Ja, hervorragend. Ja. So. Ja. Toll. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Bernhard. Gerne noch. Mhm.